Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Couchnips, wo meine scheiß Striche nicht honoriert werden. Wie hat sich schon wieder auf seine Striche berufen? Ohne Scheiß, das Einzige, was ich da machen darf, ich darf daneben dir sitzen, darf super lustig sein, Flachwitze erzählen und scheiß Striche auf einen scheiß verfickten kleinen abgerissenen Arschzettel schreiben. Wir können dann gerne auch schreiben so, vor allem. Wir können gerne wieder so eine Episode machen, wo du dann einmal wieder ins Rohr kommst. Fix nicht, danke. Ja? Das hat mir gereicht das letzte Mal. Ja, gereicht, das letzte Mal. Scheißdreck, Alter. Das ist immer noch nicht so, wie scheiß Zahnräder funktionieren. Nicht in dieser Welt. In dieser Welt ist das genau, wie Zahnräder funktionieren. Du sagst nicht, das haben wir das letzte Mal, glaube ich, schon besprochen. Du gehst ja auch nicht her als Contractor. Du gehst nicht zu Bowser und sagst, wenn der sagt, so soll das ausschauen, dann sagst du dem nicht, aber Mr. Bowser, wir können das nicht machen. Das ist unfunktionell. Spiel lieber und du nicht gestikulieren. Ja, so geht das nicht. Das kannst du nicht machen. Kannst dich bringen, Malda. Sicher kannst du es bringen. Ja, wie willst du das bringen? Hast du schon mal Bowser gesehen? Gesinnt und sag jetzt, erst Bowser, alte Socken. Alte Socken. Hör mal zu, so wie du jetzt das da machst. Das funktioniert nicht. Das ist... Hallo, du willst ein jetzt spielst du mal die Urwurstel, Alter. Ja, genau. Ich meine, das geht irgendwann gar nicht. Krieg mal ein One-Up. In One-Up. Du. Das ist knapp. Das Ding war jetzt notwendig, gell? Und was machen wir jetzt damit? Nein, aber ganz ehrlich, meine einzige Aufgabe gerade da ist es, dass ich neben dir sitze. Und witzige Sachen im Spiel, Outpoint. Ja, nein, einfach nur, was machst du? Ich fiel wieder rauf, ich komme nicht rauf. Einfach nur lustig zu sein, lol, ha, Brox ist so cool. Diese nicht, aber. Every Couchloops Episode ever. Ja, aber dann nicht einmal meine Striche werden honoriert. Die werden sehr wohl honoriert, aber ja, du hast dich am Anfang darüber aufgeregt, dass das Papier zu klein ist. Ja, Alter, was ist denn das? Und dann schmierst du das erst voll und dann erzähle ich dir ja und muss dich nicht aufregen, dass es zu klein ist. Scheiße. Arschloch, ich kann nicht mal rascheln damit, was ist das? Gib mir wenigstens das gescheite Material mit. Ich hab da ein super Buch hinter mir, das da ist noch ein Buch. Das ist tip-top super Papier. Warte, da unten hast du. Das ist ein bisschen Papier vom Feinsten, das beste jetzt Qualität jetzt vom Papier. Jetzt sauberst du das Scheißding noch beste an. Beste Papierqualität ever. Den kleinen... Beste Papierqualität ever, Drecksfetzen, wirklich. I kid you not. Das geht ja nicht einmal als Spitzettel. It is the paper durch. From the future. Na, ganz ehrlich, was soll denn das? Best paper ever. Da kannst du nicht einmal einen Jolly rauchen mit dem Ding. Also, I do every time and again I say you can work with that shit. Best paper ever. Best paper 10 out of 10. Best paper 10 out of 10 IGN now. BGN, also Paper News. BGN, ja. Global. BGN. Ja. Jetzt sind wir mal wieder Bossfight da, bevor wir irgendwas anderes machen, ja? It's Boss Time! Fuck you! Fuck you in your penis! Das ist eines von den ganz vielen Kindern von Bowser. Der hat aber auch ein Haar am sich irgendwie. Naja, ich glaube. Bäm! Nicht. Weg ist er. Und wir kriegen den Masterschlüssel. Damit können wir jetzt den Bossraum aufsperren. Mario, ne Number One! Und Prinzess Zelda retten. Was? Was? Ist sie nicht der Boss? Heißt die Prinzessin nicht Link? Ist nicht der Hauptcharakter Zelda? Ja, voll richtig. Ja. So war das. Oh, wenn ich noch einmal irgendeine scheiße News oder irgendwelche Seiten sehe, die nichts mit Gaming am Hut haben und sagen, hier sehen Sie den Hauptcharakter Zelda. Und hier sehen Sie meine Fassen im Gesicht. Ja. Nein, es ist okay. Ich finde das immer sehr belustigend. Und das sage ich als großer Zelda-Fan. Wirklich. Really. Weißt du, was wir in dieser Episode Talks noch machen? Was? Wir machen awesome stuff. Wir machen jetzt Minigames. Oh, Minigames, ja, warum nicht? Oh, wir Minigames. Sind im Sandlevel. Wir sind in Sandy Balls. Sandy Balls. I don't like the desert very much. Always. Dude, the sand is getting everywhere. I tell you, everywhere. Es ist Sand in meinen Schuhen, in meinen Socken, in meiner Unterhose. Es ist Sand in meiner Vagina, in meinen Ohren, in meiner Nase. Vagina? Ich hab Sand in den Augen. Weißt du, was ich da so rede? Das ist so, ich muss immer so ganz beiläufig dazu sagen. Das ist so dieses, ich habe einen super Abend geplant, also wir gehen
Wir gehen zuerst ein bisschen was essen. Auf dem Weg dorthin haben wir übrigens eine hübsche Kutschenfahrt. Das habe ich alles organisiert, ist kein Problem. Wenn wir mit dem Essen fertig sind, dann... Geld spielt überhaupt keine Rolle. Wenn wir mit dem Essen fertig sind, wirst du mir erstmal einen lutschen. Dann gehen wir noch ein bisschen um unterwegs, weil wir schauen uns noch einen schönen Sternenhimmel an. Ist alles kein Problem. Wie bitte, was? Was? Immer so mittendrin eingestreuen irgendwie so. Und dann bone ich dich hinterm Counter. Ja, und danach gibt es dann noch Dessert. So voll eingeflochten, so ganz natürlich. Oh mein Gott. Ganz natürlich mit eingeflochten in die Konversation. Was ist das? Das ist der Wahnsinn, nur Pech gerade. Ja. Ich will Pears. Ja, na wenigstens. Welches soll ich den nächsten nehmen? Sag's mal. Keine Ahnung, das drunter. Drunter? Ja. Das sag ich ja. Oh, schön. Und das nächste? Du. Ich? Ja. Oh Gott. Oh, alles nur wegen mir. Alle drei bösen Sachen sind gekommen. Vier gibt's insgesamt. Ja, na, aber alle drei bösen Sachen, die sind gewählt worden, wie du am Zug warst. Ja, ich habe dich auch nur wegen einem einzigen gefragt, beziehungsweise wegen zwei. Da mach, das gibt's das machen wir jetzt dann immer, ja? Das machen wir jetzt immer abwechselnd. Ja? Okay, dann schauen wir mal, wer. Okay, dann schauen wir mal, wer da der Pechvogel ist. Ja? 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 Weil ich lass mir das sicher nicht zuschieben. Machen wir gleich mal das nächste, ne? Also jetzt hast du wirklich nur das. Ja, na, fuck, fix, mach mal. Ja, nein, fuck, fix, was? Das hast du gefickt eingeschädelt. Geschickt eingefickelt. Je öfter ich gefickt eingeschädelt sage, desto falscher kommt mir geschickt eingefädelt vor. Mhm. So, stopp. Welches Mix zuerst? Oben in der Ecke. Rechts. Rechts, also oben, rechts in der Ecke. Oben in der Ecke. Ich hab rechts ist da, wo der Daumen links. Ja, Alter, ich bin Legastheniker. Ja, nicht so springen. So. Passt, habe ich. Okay, du bist. Dann nehme ich das da. Okay. Ja? Ich nehme rechts runter. Nein, links, links runter. Links runter. Okay, gut. Das? Ja. Fick. Okay. Du bist. Okay, drüber. Okay. Oh! Oh. Du bist. Ich nehme ganz links unten in der Ecke. Okay. Oh! So, jetzt bist du dran. Bist du dunkel? Okay. Es wird enger. So, rechts daneben. Ja? Ja. Das rechts, ganz ja, sicher? Ja, das rechts. Oh! Schau, wie gut ich bin. Okay. Magst du das nehmen? Magst du? Okay. Oh! Oh! In der Ecke, rechts in der Ecke, ganz unten. Ja? Da unten, ja, ganz sicher? Ja. Okay. Bam! Es wird immer enger. Welches nehme ich? Das da? Nimm's. Ich nehme das da. Oh yeah! Oh yeah! Ja? Okay, warte. Das ist von 6. Es ist jetzt fast schon eine 50-50, fast. Von nicht 6, sondern, oder? Doch, 6 sind es. Von 6 sind es 2. Das ist ein Drittel Chance gerade. 33%, dass ich falsch liege. Okay, dann machen wir es so. Ich hätte bitte gern oben eins drüber. Das? Wirklich? Ja, warum nicht? Buh! Okay. Ist daneben eins? Es ist daneben keins. Yes! Okay. 50-50. Okay, 50-50. Holy fuck, vor mir sind zwei verschiedene. Ah, shit. Ja? Ich hätte gerne... Das unten in der Mitte. Ich glaube nicht, dass sie auf der... Das? Unten. Das da? Ja. Oh, gute Logik auf jeden Fall, hätte ich auch so gemacht. Oh, ich nehme. Und das kann jetzt einfach alles beenden für uns natürlich. Nehme ich den? Ich nehme den. Ah, oh, na. Naja, aber alles bis auf ein Paar haben wir. Das haben wir gut gemacht. Mhm. Also, so funktioniert. So macht es auch mehr Spaß. Ja, so kann man so ein bisschen diesen. Diesen? Ja. So. Diesen. Wir gehen jetzt wieder in die Sandy Balls. Was sind deine Sandy Balls? Keine Ahnung, es gibt ein Resort in Amerika. Keine Ahnung wo, aber das heißt Sandy Balls. Okay. Wir benutzen mal den Shortcut da. Warum gehen wir nicht in dieses Sternhaus? Weil man da eben nur einen Stern kriegt, aber den brauchen wir nicht unbedingt. Warum nicht? Oh. Verstehe. Bing! Kapuff. Yahoo! Das ist auch voll physiktechnisch korrekt, dass man, nachdem man aus der Kanone geschossen wird, beschleunigt. Na sicher.
Oh, du willst diesen Sandlevel gar nicht machen? Ich will ihn schon machen, aber ich würde sagen, wir mixen es ein bisschen ab. Ne? Ja, dann mixen wir das ein bisschen ab. Das nächste Mal bei Couchnoops geht's weiter. Nein, darfst du wieder so gerne Strichel machen? Ja, reg dich ein bisschen über den Strichel auf. Ciao, Papa. Ciao, Papa. Also, ich geh jetzt mal schiffen. Tu das. Bei der ganzen Anstrengung von, dem Strichel. Strichel da. Strichelanstrengung. Anstrengende Strichel. Ich bin ein Strichel. Du bist ein kleiner Strichel. Ich komme mir echt vor wie ein Strichel da bei euch. Bei euch? Nicht du und deinen Nubster.